Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer auf den Tribünen und an den Fernsehbildschirmen. Ja, Herr Binding, vielen Dank erstmal, dass Sie noch mal so deutlich und transparent gemacht haben, dass die EU im Grunde zu keinen Entscheidungen oder handlungsfähig ist. Sie kommt zu keinen Entscheidungen. Das war wieder sehr deutlich, obwohl es eigentlich schon seit Jahrzehnten mit diesem Thema umgeht. Auch richtig, ja. Der Antrag der Linken befasst sich damit, dass multinationale Konzerne Gewinne über Ländergrenzen verschieben und ihre Steuerlast drücken. Ja, auch die AfD ist dafür, Steuerflucht zu bekämpfen. Auch wir fordern, die Konzerne müssen dort ihre Gewinne versteuern, wo sie erwirtschaftet werden. Aber bitte tun Sie doch nicht so, als wäre das ein Problem typisch für die deutsche Wirtschaft oder gerade den Mittelstand. Die Steuereinnahmen sind in den letzten 22 Jahren doppelt, um das Doppelte gestiegen. Auch der Mittelstand ist multinational inzwischen in Europa. Die Einnahmen sind nicht das Problem in Deutschland. Die Ausgaben sind das größere Problem. Und vor allen Dingen das größte Problem ist Steuerverschwendung ohne jede Strafe und ohne jede Konsequenz. Mehr Konzerntransparenz würden wir uns in der Tat wünschen, zum Beispiel bei der Zahlung von Sponsorengeldern an die alten Parteien, wodurch dem Staat Millionen von Steuern verloren gehen. Beispielsweise hat der größte Tabakkonzern der Welt, Philip Morris, Hunderttausende von Euro an Sponsorengeldern an CDU, CSU, SPD und FDP gezahlt. Und dies wurde nicht in den Rechenschaftsberichten ausgewiesen, sondern nur als Sammelposten. So wurde das Sommerfest der CDU Sachsen und das Jubiläum der SPD in der Zeitschrift Berliner Republik gesponsert. Also mit jeder Marlboro-Zigarette, die Sie hier rauchen, partizipieren die alten Parteien und dem Staat gehen Millionen an Steuerzahlen verloren. Das Thema Steuerschlupflöcher für Großkonzerne wie Amazon steht seit Jahrzehnten auf der Tagesordnung. Passiert ist nichts. Da können Sie mal sehen, wie handlungsunfähig diese hochgelobte EU einfach ist. Die heutige EU ist einfach unfähig. Ischias Juncker und seine Großmacht Luxemburg ziehen andere Länder über den Tisch und nennen das dann Partnerschaft. Ihre Forderung nach länderspezifischen Betriebsauswertungen multinationaler Konzerne ist letztendlich ist es ein Eingeständnis, dass nationale Lösungen der richtige Weg sind, um multinationale Konzerne dort zu besteuern, wo der Umsatz gemacht wird. Das hat sogar die EU erkannt und sie hat denn auch eine länderbezogene Berichterstattung von multinationalen Konzernen gegenüber den Finanzbehörden beschlossen. Aber natürlich ohne jede Sanktionsmöglichkeit. Niemand muss sich daran halten. Wieder ist Handlungsunfähigkeit die Folge. Die heutige EU ist einfach unfähig. Leider geht der Antrag der Linken in eine andere Richtung. Er schürt Vorurteile, spaltet die Gesellschaft und die Wirtschaft. So fordern Sie nicht nur eine Berichtspflicht gegenüber den Finanzbehörden, sondern Sie fordern auch Transparenz gegenüber der Zivilgesellschaft. Das ist grober Unfug. Zivilgesellschaft ist ein Unwort, denn es gibt nur eine Gesellschaft und die ist nicht geteilt in Militär und in Zivilgesellschaft. Nein, das Wort Zivilgesellschaft ist nur eine Täuschung für linke Lobbyorganisationen und NGOs. Der Antrag schafft ein Klima der Wirtschaftsfeindlichkeit und des Klassenkampfes. Hier im Bundestag fordern Sie Transparenz gegenüber der Zivilgesellschaft. Auf Parteitagen fordern Sie bereits die Enteignung von Konzernen. Wollen Sie mittels der geforderten Transparenz genau die Informationen sammeln, um zu wissen, wo sich eine Enteignung der Wirtschaft zuerst lohnt? Aber nicht nur Linke träumen von Konzernenteignungen. Auch führende SPD-Politiker wie Kevin Kühnert schreit nach Enteignung. SPD und Linke sind schon lange nicht mehr für den deutschen Mittelstand wählbar. Selbst für Arbeiter sind SPD und Linke unwählbar geworden. Zuerst haben in Mecklenburg-Vorpommern bei der Landtagswahl 2016 mehr Arbeiter AfD als SPD gewählt. Nun hat es auch der Betriebsratsvorsitzende von BMW gemerkt. Er sagte wörtlich, für Arbeiter deutscher Unternehmen ist diese SPD nicht mehr wählbar. Da können wir als AfD nur sagen, recht hat er. Um auf den Antrag zurückzukommen, die AfD lehnt ihn ab, denn Klassenkampf ist der falsche Weg, um Steuerflucht zu lösen. Ja, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Frau Merkel wegen ihrer Messertoten als Kanzlerin zurücktreten muss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.